Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend und ein ganz freundliches Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind jetzt in Mutterkrone. Wir haben uns schon mal ein bisschen was Neues gegönnt. Wir haben hier ein kleines bisschen eine neue Rüstung gemacht. Wir haben jetzt deswegen keine Scherben mehr. Macht ja nichts. Und genau, wir haben jetzt erstmal noch ein neues Schleichthema sozusagen an. Dann gibt es einmal hier guter Schutz gegen Verderbnis, könnte uns eventuell in den Zonen dann ganz gut helfen. Und hier so ein bisschen Elementarschutzgeschichte. Haben wir mal ausprobiert. Müssen wir mal gucken. Ja, gehen wir dann schon irgendwie hin. Ein bisschen haben wir noch die, unsere Beutel aufgewertet. Und ja, würde ich sagen, auf geht's, den Quests entgegen. Und daher würde ich sagen, wir reisen jetzt gerade nicht. Wir gucken mal, da wir ja gerade zufällig in Mutterkrone sind. Urmutter, steh uns bei. Ob wir hier nicht eventuell gerade Varl oder Sona treffen. Nicht für Krieger. Unter uns sind tot oder verletzt. Die Maschinen drehen komplett durch. Nur die Göttin kann uns jetzt noch retten. Die Maschinen wurden in den Wahnsinn getrieben. Mal gucken, ob wir sie sehen. Sie ist fast so hübsch wie Thomas. Oh. Ja, ne? Aber so eine gewisse Ähnlichkeit haben wir schon. Nein, das wäre ziemlich fies Aloy gegenüber. Also doch überlebt. Oh, wen haben wir denn hier? Die Verteidigung hält. Viel zu tun. Sona. Das ist ja eine Überraschung. Damit die Verteidigung hält. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Aber wir können du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe schon Lanzenhörner gejagt. Ich habe bestimmt, was du suchst. Wundert mich nicht, aber vielen Dank. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Natürlich. Ja, toll. Ja, warum auch nicht, ne? Klar, wir wollten hier hin. Was machen wir? Wir gehen natürlich hier hin. Vollkommen klar. Ist jetzt nicht so, als wenn es mich wundern würde, ja? Von daher, alles gut. Sie hat also doch überlebt. Ja, natürlich habe ich überlebt. Okay, mit euch spricht keiner. Aha. Aber wo ist Varl? Also wir haben jetzt Sona getroffen, aber wo ist Varl? Dicht gemacht haben. Das Tal ist abgerundet. Ich sollte unterwegs sein und jagen. Nicht den ganzen Tag rumstehen. Denn eine schöne Musik gerade. Sehr entspannt. Ja. Die Verderbnis klebt an den Maschinen wie zäher Honig. Ja, ja, das macht er wohl.
Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Aber es einzufangen... Lass uns mal überbrücken. Ja, genau das wollte ich damit erreichen. Genau das, nichts anderes irgendwie. Nee, genau. Alter, was? Also jetzt ist aber mal gut, hä? Ist ja nun wirklich gerade veralbern. Oh Mann, das ist ja wirklich... Genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber halt auch genau so habe ich mir das vorgestellt. Autsch! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, Sona ist, ja, die Sona, die passt schon auf, dass dem ganzen Laden hier nicht so viel passiert. Die gute Sona, die ist aber auch manchmal sehr gefühlskalt, ne? Das muss man schon sagen. Und rumgeschubst wäre ich auch ganz schön, ja. War ja auch anders geplant. Dass der dann gleich auf den anderen losgeht. Warum ist das so? Warum kann er nicht einfach erstmal bei uns an der Seite sein und sagen so, ja, okay, alles klar. Und wenn der eine uns angegriffen hätte, dass er dann sagt, ah, guck mal, hier mache ich mich bereit und schlag zurück. So, okay, das hätte ich ja verstanden. Aber so hat er ja total von sich aus angegriffen. Das fand ich schon ein bisschen doof. Bin ich ehrlich. Grasa, wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Nee, überbrückt wird hier nichts. Wir haben alle umgebracht. Ja.
Ich lass mich nicht hier wieder rumschubsen. Wie der letzte Beppo. Wieder vergessen. Ja, genau vor mir in meine Richtung zusammen, ne? Hab ich gemein. Ah. Lecker. Genau. Lecker Fleisch. Was? Ich liebe meine Kinder? Fräßige Stille. Afira Salami-Pizza, Leonie pure Nudeln, Kali-Nudeln mit Thunfisch und Maggi. Lasst es euch schmecken, genau. Ich liebe meine Kinder, ich habe sie sehr vermisst, aber ich genieße dann doch gerade die Ruhe. Papa, kann ich dies und das? Wann geht das? Weißt du das? Und nicht zu vergessen, warum? 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 Oh, so ein beliebtes Thema. Ja. Oh, wieder kein Waschbär. Also, zwar schon ein Waschbär erlegt, aber keine Waschbärhaut. Mensch. Ich muss auch mal ein bisschen Fleisch holen, das nützt mir alles nichts. Frischer geht's nicht. Das stimmt. Überall sind hier wieder irgendwelche Maschinen. Ganze Zeit. Das sind echt viele Maschinen hier, oder? Riecht mich das nur so oder sind das echt wahnsinnig viele Maschinen? Oh, da ist noch eine, huh? Feuer.
Findest du es normal viele? Ja, ich weiß nicht. Mich sind das schon gefühlt ganz schön viele. Ne, okay. Nichts. Gutes Fleisch. Ah, gutes Fleisch. Die Aloy hat da auch sehr starke Präferenzen, glaube ich, oder? Ach, grüne Leute, wie soll man denn da hochkommen? Am besten, indem man rennt. Hm. Ah, hier ist sogar was geplant dafür, alles klar. Die aber auch wieder gehabt. So, na dann. Guten Tag, der Herr. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Ja. Kehre zu Sona zurück, steige zum Wachturm hinauf. Was? Wir sind jetzt echt nur wegen dem einen Ding hier hoch. Gut. Alles klar. So, und jetzt laufen wir ja wieder direkt in irgendwelche Maschinen rein. Na, mal sehen. Vielleicht kommen wir ja irgendwie dran vorbei. Will die nicht immer umbringen müssen? Also ich mach's, ne? Wenn's sein muss. Bin ich dabei, aber muss ja nicht immer sein. Was ist denn hier drüben eigentlich? Okay. Hier waren wir noch nicht, oder? Ich werde das später ausschütteln. Hier sind wir durchgekommen, als wir gerade hoch sind. Alles klar. Vorher waren wir da noch nicht. So, na dann. Hätten wissen müssen, dass diese Kaja-Ungläubigen nur an sich selbst. Hüpf
doch einfach mal bitte hoch. Danke. Manchmal kann es aber auch richtig gut hochklettern, ne? Mal weiter. So, na dann. Schön. Auch schön. Genau das Zeug brauchen wir gerade. Warte. Ehe ich es nämlich vergesse. Ah. Ach, Sperrhaut. Kaninchenhaut. Naja, gut. Ja. Richtig schön viele Pfeile und Fallen immer im Köcher zu haben. Das ist so gut. Ich liebe das. Ich liebe. So, na dann. Du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Jawohl. Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Retten jetzt hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Na ja. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Aber so wie du zuletzt unterwegs warst, ja? Mit der ganzen Rache-Thematik, naja. Da hat es aber schon sehr nach, naja, nicht nach Krieg unbedingt gelüstet, aber nach Kampf schon. Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten. Das macht ihr garantiert. Gut, alles klar, dann... Was haben wir denn hier eigentlich bekommen? Ja, Draht, Zunder, großzügige Belohnungskiste, ja? Eine großzügige Belohnungskiste. Für Quests. Und dann ist da ein bisschen Fleisch dabei. Seltsam, was die Leute hier unter Belohnung verstehen, aber... Nee. Gut. Alles klar, was machen wir als nächstes? Ja, Karja-Tore, ne? Sagen, trotzdem gucken wir uns dann hier mal diese Metallblume an. Gerne. Hm. Aber das machen wir natürlich erst bei der nächsten Folge. Und dann gucken wir auch gleich mal, ob wir noch so einen Panzerwanderer, ich glaube, Herz herbekommen, weil das brauchen wir noch für... Ich glaube, es war ein Herz. Das brauchen wir noch auf jeden Fall... Irgendwas brauchen wir auf jeden Fall noch für... Die eine Rüstung für die eine gute. Oder für die eine Schleuder. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig. Muss schon mal gucken. Aber brauchen wir auf jeden Fall. Also gucken wir mal, was wir da machen können. Wie wir die am besten wegkriegen. Sollte aber kein Problem sein. Bis dann. Ciao. Cheerio.